Hier im Osteregel Samor im Landkreis Aurich gibt es mit ca. 50 Schlangen den größten Kreuzotterbestand in Ostfriesland. Michael Steven vom Naturschutzbund NABU erfasst hier regelmäßig die Population. Wir untersuchen hier erstmal den Bestand, die Bestandsgröße, wie die Raumnutzung ist, wann zu welchen Jahreszeiten die Schlangen wo auftauchen und können daraus Rückschlüsse ziehen auf die Qualität des Lebensraums. Um die giftigen Tiere zu finden, wurden im Moor sogenannte Schutzbleche ausgelegt. Das sind sogenannte künstliche Verstecke, wir nennen sie auch einfach nochmal Schlangenbleche, weil sie uns helfen, einfach Reptilien nachzuweisen. Denn die Schlangen suchen gerne diese sich schnell erwärmenden Stellen auf, gerade eigentlich bei etwas bedeckterem Wetter oder sogar kurz nach dem Regenfall. Doch gelegentlich suchen die Kreuzottern hier auch bei Sonnenscheinschutz. Das ist also ein zweijähriges Kreuzotterweibchen, wahrscheinlich kurz vor der Häutung. Man sieht das an den leicht hellblauen Augen, da löst sich schon so leicht die Haut ab. Die häuten sich ja regelmäßig, wenn sie wachsen. Und zweijährig heißt, die sind noch nicht geschlechtsreif. Ab 3 Jahren werden die Weibchen geschlechtsreif. Und dann haben die noch mal ein bisschen mehr an Länge und auch Durchmesser. Hier im Osteregel Samor finden Michael Steven und seine Kollegen regelmäßig Kreuzottern unter den Blechen. Der Erhalt der Tierart ist für das gesamte Ökosystem wichtig. Wenn die Schlangen fehlen, fehlt ein Glied in der Nahrungskette, fehlt ein Glied im Ökosystem. Und wir nutzen sie gleichzeitig auch als Indikatoren dafür, ob ein Biotopverbundsystem funktioniert zwischen den Mooren hier in Ostfriesland. Und wir haben das Ziel, letztendlich die einzelnen Populationen miteinander zu vernetzen, damit es nicht zu Inzuchteffekten kommt und dann irgendwann die Schlangen aussterben. Eine weitere Population von Kreuzottern lebt nur wenige Kilometer entfernt an Deutschlands größtem Hochmoorsee, dem ewigen Meer im Landkreis Wittmund. Naturführer Horst Reichwein geht bei seinen Touren zum See deswegen auch auf das Schlangenvorkommen ein. Die Kreuzotter ist die einzige giftige Schlange in Deutschland. Sie wird ausgewachsen ungefähr 60 cm lang und sonnt sich gerne am Tage, weil sie wechselwarm ist. Und so sonnt sich die Kreuzotter auch gerne hier auf dem bei Touristen beliebten Bohlenweg. Das ist ja immer schön, wenn man Sachen sieht, die nicht normal sind und dass man das dann live sehen kann. Schön, ja. Also ich habe gedacht, das wäre schon ziemlich mit der Population am Ende, ja. Das ist natürlich beeindruckend, dass man hier mal sowas live sehen kann. Bei einigen Besuchern sorgt das Vorkommen der Tiere aber auch für Unbehagen. Wie giftig ist sie für den Mensch? Für den Menschen ist sie eigentlich nicht so giftig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich habe schon mehrere Leute gehört. Einmal war ein Junge da, der dachte, das ist ein komischer Stock, der da unten am Boden liegt, und wollte den aufheben. Da hat die Schlange dann zugebissen und dann schwoll seine Hand an, ja, und sie sind dann ins Krankenhaus gefahren und dann hat sich das erledigt nachher, ne? Wurde behandelt und fertig. Für eine ernsthafte Gefährdung durch Kreuzotterbisse bräuchte es bei einem Erwachsenen die rund 5-fache Giftdosis der Schlange. Michael Steven ist bei der Kontrolle der Schutzbleche trotzdem vorsichtig. Neben der Schlangenpopulation achtet er auch auf das Vorkommen ihrer Nahrungstiere. Ja, das ist ein Moorfrosch, deren Jungtiere sind vor allen Dingen die Babynahrung auch der Jungschlangen. Und während die Altschlangen verschiedene Nahrungstiere nutzen können, also Mäuse auch, Vögel, größere Frösche. Doch die Kreuzottern haben hier im Moor auch Feinde, wie den Kranich. Sie mögen sie zum Fressen gern, aber allerdings auch nur die Jungschlangen, soweit ich das weiß. Es gibt aber viel bedeutendere Gefährdungen, Räuber, die halt die Schlangen auch jagen. Das fängt an beim Igel, über den Iltis, Fuchs und eben die Mäusebussarde zum Beispiel. Doch in einem intakten Lebensraum, der genügend Nahrungstiere bietet, kommt die Kreuzotterpopulation auch damit zurecht. Hier in Ostfriesland scheint das der Fall zu sein. Also wir haben jetzt sogar schon auch mal von Anwohnern von den Mooren berichtet, dass sie mal unter einem Holzhaufen oder so Schlangen gefunden haben. Aber dass sie jetzt auf der Terrasse gemütlich machen und da dann neben dem Grill dann irgendwie anfangen sich zu sonnen, das ist eher doch eher selten. Da muss man sich keiner Sorgen machen. Über die Meldung solcher Funde freut sich Michael Steven. So kann er das Vorkommen der Art noch besser erfassen und die vom Aussterben bedrohte Kreuzotter besser schützen.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt es noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.